Wenn meine Arbeit erst wieder aufnehme, ich nicht sicher sein kann, dass sie mir nicht mehr folgen werden. Zu dumm zum Bauern zu laufen. Ne? Egal. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen Quest gekillt habe mit Vino. Na, ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Ne? Man kann nicht alles abschließen. Das war ja albern. 100% ist halt einfach nicht erreichbar. So, irgendwo waren hier noch Orks. Ich weiß noch nicht mehr wo. Wir waren irgendwo oben. Ich muss ja sowieso nach oben, ne? Aber nicht dieses oben, es war ein anderes oben. Da ist die Textur wieder gerade gezogen. War das hier? Komme ich hier zu den zwei Orks noch? Dann soll das mit der Textur so sein? Ich glaube irgendwie nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so geplant war. Ich habe auch keinen Bock, jetzt die Orks noch zu suchen. Ja, passt schon. Die waren irgendwo in diesem Wald. Irgendwo. Irgendwo, irgendwann fangen die Orks im Walde an. Ich bin ziemlich sicher, das sollte so nicht sein. So. Was haben wir denn da noch so? Ich sollte nicht so oft so sagen. Sollte ich wirklich nicht. Also hier ist die... Habe ich das gezeigt? Ich glaube, ich hatte das gezeigt, ne? Dass du hier irgendwo durch den Fels gehen kannst und dann... Ist dahinter nicht genug Platz? Das ist halt auch irgendwie... Was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Leichen richtig verstecken kann man ja wohl noch machen, oder? Ah! Okay, Ja, toll, der eine killt mich, wenn ich den anderen halt einfach nicht treffen kann. Na. Toll, jetzt noch schlimmer geworden ist auch noch der Delfin da. Echsenmenschen, die letzte große Herausforderung, glaube ich. Zumindest in Korinis. So, habt ihr Eier? Ist jetzt die Frage. Oder ist das wieder ein eierloser Dungeon? Fällt mir ein, ich muss auch noch darauf, wo, ja, da liegt Ei. Dexter war, ne? Jetzt soll ich doch noch das Schwert wechseln. Ich glaube, Luz Doppelhammer könnte das Problem lösen mit Fortuno. Habe ich noch genug, um den herzustellen? Ich hoffe es nochmal. Ich hätte nicht all mein Sumpfkraut abgeben sollen. Brauchen wir dafür Sumpfkraut? Ich glaube ja. So, war hier nicht noch irgendwo eine Höhle? Ja, da oben gleich. Gehen wir nochmal einfach weiter. Gehen wir mal diese Treppe hoch. Bitten in der Wildnis zu diesem heiligen Schrein. So. Ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Nee. Die muss man entweder gleich töten oder... Die Magier das übernehmen lassen. Wenn man es halt die übernehmen lässt, dann räumen die halt hier gründlich auf. So. Wo muss ich denn jetzt lang? Nach da. Nach dort muss ich. Nach dort. An diesen Ort. War da nicht die Drachenschneide? War das die Drachenschneide? Ich glaube, es war die Drachenschneide. Nee, habe ich die Drachen... gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal, schau. Das
Das war da. Das war da. Ja, perfekt. Was ist das? Die Drachenschneide, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, was besser ist. Der eine gibt nochmal plus 10. Ich könnte natürlich nochmal 30 Lernpunkte ausgeben, um Dings auf Maximum zu boosten. Nein, hier sind keine Ex-Menschen. Okay. Hier ist nur das blaue Licht. Ich weiß noch nicht, was es macht. Vielleicht blau leuchten. So, wo haben wir denn noch Höhlen? Wir haben noch Höhlen, wo sich Eier verstecken könnte. Das erste Wort klingt das wie Kuhle. Wird sie nur heben, indem man den Zungspegel runterdreht. Wir können ja in Zukunft auch irgendwie Discord benutzen, wenn dir das lieber ist. Oder Skype oder. Granatwerfer, keine Ahnung. Das war eine Textur. Die habe ich schon eliminiert. Dann haben wir den Grimbald. Hat der noch irgendwas zu sagen? Grimbald, was hast du mir denn zu sagen? Was genau? Ja, der hält ganz schön was aus, du. Okay. Nö, jetzt geht's ja. Das ist eine Lüge. Aber der hat auch einen Apfel. Wieso haben die alle Drogen dabei? Und wo schläft der? Und wo muss ich lang? Also gucken wir mal. Da hinten gehe ich jetzt erst nach. Na, ich gehe erst mal nach da. So langsam gehen die Höhlen mir auch aus. Das ist gut. Haben wir bald alle Höhlen abgegrast. So, Brüste wieder raus. Wasserfall ist bestimmt nichts. Das war ja albern. Komm nicht über die Kante. Waren da hinten Echsenmenschen? Ja, da hinten waren Echsenmenschen. Habe ich die schon getötet, ist jetzt gerade die Frage. Oder habe ich mir gesagt, ich komme nachher nochmal wieder. Man konnte man bei Innos Schrein nicht Leben bekommen, wenn man Geld gespendet hat oder so. Muss jetzt nochmal alle Höhe. Ich bin sicher, hier waren noch irgendwo Echsenmenschen. Ich weiß aber nicht, ob ich die schon getötet habe, oder? Das nehme ich mal als Nein. Das ist ein eindeutiges Nein. Mal gucken. Habe ich nicht mehr. Das Murat-Fett, ist das jetzt eigentlich weg? Oh, Lederbeutel. 50 Münzen. Ich habe auch diese riesige Menge Gold mit mir. Und natürlich Kirlots Geldbeutel. Den werde ich jetzt wohl für alle Ewigkeit haben. Dann sterben sie mal wieder nicht. Stirb doch. Okay, muss ich mich erst nochmal heilen. Ist ja sonst noch was in der Nähe? Ja, die andere Höhle, wo auch noch Echsenmenschen sind, ja geil. Was ist denn da unten lang überhaupt noch? Ah ja, das ist nur für Magier. Ich hätte einen Magier spielen sollen. Aber nein, der Fino kam und hat gesagt, mach einen Drachenjäger. Wieder einmal hat der Fino alles versaut. Ah. Ist
Nächstes Mal, wenn ich Golik 2 Let's Play, mache ich ihn Magier. Ach, komm schon. Okay, ich muss mich erstmal wieder heilen, glaube ich. Kein Problem, ich muss ja eh noch die Typen auch noch töten. Oh Gott. Uff. Das ist belastend. So sind ja auch so viele Echsenmenschen. Das muss doch nicht sein. Was hast du hier zu suchen? Ja, ich gehe ja schon. Kluges Kerlchen. Mit so einer ganz anderen Frage bringt, ne? Wenn ich schon gerade hier bin, ich meine. Du warst doch bewusstlos, willst du mich verarschen? Was ist denn hier kaputt? Irgendwas ist hier kaputt gewesen. Egal. Erstmal auch so ein paar Probleme hier lösen. Ich meine, wenn man gerade schon mal nachts hier ist, ne? Ich bin immerhin ein Diener Adanos. Und die Diener Innos hier zerstören definitiv die Neutralität. Ja, die Kisten sind ja richtig nützlich. Hier ist nix. So, hat irgendjemand was gesehen? Hast du was gesehen? Ne? Dann ist ja alles gut, ne? So, und apropos, weil ich gerade hier bin, ne? Wenn ich schon gerade hier bin. Oh. Richtig, Jorgen ist unbesiegbar, weil ich einen Kapitän brauche. Ach, dummes Spiel. Was ist da drin? Ohne den richtigen Schlüssel. Krieg ich richtigen das nicht Schlüssel? Wie unbesiegbar sind denn die Magier? Was? Brauche ich Gorax noch? Ja, das ist das letzte Kapitel, also theoretisch ja nein. Oh, mein Schädel. Raus hier! Ach, scheiß drauf. Ich glaube, der war ein Händler, ne? Hat noch mit Zeug gehandelt. Jetzt handelt er nicht mehr. Tü-tüm. Was hattest du denn da drin zu suchen, ne? Oh, Moment, da liegt noch ein Besen. Habe ich ja gar nicht mitgenommen. Hey! Warte mal. Gib. Nein. Warum bist denn du jetzt da drin? Warum? Hä? Die stehen doch sonst nie auf, ne? Was auch immer. Was auch immer. Bibliothek. Hallo. Brauche ich auch alles nicht mehr. Was hast du so im Angebot? Ja, noch weniger. Ha, gut, so einen Händler kann man mal töten. Nein, pff. Aufhören. Sofort. Ich finde es schön, wie da hinten sich überhaupt nicht dafür interessiert, was ich hier tue. Finde ich gut.
Ja. Nee, ich will den da. Ich will Hyglas. So, erstmal das Kloster ein bisschen bereinigen noch. Mein Obolus entrichten. Okay, ich lasse die schlechten Wortspiele. Lassen wir schlechte Wortspiele. Nee, ich will den Typen. Siehst du mal den Typen hier an? Hallo? Den Typen? Nein. Da ist nichts zu holen. Ah, der hat nichts, okay. Ja, wenn das so ist. So, wie sieht's denn bei dir aus? Dich interessieren die Schafe nicht, okay. Dann halt nicht. Nicht mein Ding, ne? Ah. Den kann ich nicht töten, okay. Ach, Spiel, warum denn nicht? Gut, Raus! Das ist wieder der große Disconnect-Tag bei mir. Jetzt disconnecte doch einfach mal nicht. Was habe ich da für einen Schlüssel mitgenommen? Irgendeinen Schlüssel habe ich mitgenommen. Hat er nicht irgendwo eine spezielle Kiste vielleicht? Das wäre möglich. Hast nichts verpasst. Ich räume hier gerade nur im Kloster so ein bisschen auf, bevor ich mich wieder den Action-Menschen, den Echsen-Menschen widme. Dachte mir, wenn ich schon zu dieser schönen Nachtstunde hier bin. Kannst du mal aufhören, weg zu teleportieren? Du kannst alternativ natürlich auf YouTube gucken. Vielleicht funktioniert es ja da. Wahrscheinlich nicht, aber man darf ja noch Wahnvorstellungen haben. So, Kampfstab. Oh, Äpfel. Gleich zwei Stück. Ja, da habe ich richtig hart in die Drogenkiste gegriffen, du. So, mein Geld wiederholen. Stimmt, das habe ich ihm gegeben, ne? Hat er jetzt davon? Ich hoffe, es ist ihm eine Lehre, dass man nicht einfach fremde Menschen Geld Was nimmt. Was wolltest du da drin, hä? Was? Wer war das schon wieder? Keine Ahnung. Ich dachte, hinten raus gibt es nicht mehr so viele Quests. Oh, gibt schon noch ein paar. Aber das meiste ist halt. Das Hauptproblem ist, sag's. Diese Echsenmenschen, dass du diese ganzen Höhlen durchsuchen musst, um die Eier zu finden. Das ist eher lang und halt. Theoretisch könnte ich jetzt schon ins letzte Kapitel gehen. Ich meine, ich müsste nur noch einen Captain machen. Ich könnte den hier mitnehmen. Ich könnte Jack aus dem Leuchtturm nehmen. Für Torloff müsste ich allerdings erst noch mal ins Minental. Und das hier, das mache ich eher so als extra. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen aufräumen. Hm? Ich meine, klar könnte ich diese bösartigen Diener Innos noch leben lassen. Hey.
Aber ich meine, man möchte ja die Neutralität.